Hallo meine Freunde, es ist auch wieder hier mit Let's Play Pokémon Platin. Heute mal nicht ganz alleine, denn ich habe mir einen Gast eingeladen. Kannst mal Hallo sagen? Juhu! Was? Ey, jedes Mal, wenn du jetzt Livestream machst und ich moderiere, sage ich jetzt immer Juhu! Oh Gott. Ja komm, ist lustig. Yay, wir waren stehen geblieben. Ich komme gerade nicht drauf, das war übrigens nicht abgesprochen. Natürlich war es abgesprochen, wovon redest du? Ja, ist klar. Alles ist abgesprochen. Ich habe hier sogar einen fertigen Text geschrieben. Also, ich lese dir mal vor. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, mein Name ist, ich glaube, hier steht... Ah, Sarok, ich kann deine Handschrift nicht lesen. Ich glaube, da steht, Leute. Oh. Ich habe falsch angefangen. Egal. Natürlich fangen wir schnell an. Willst du sie einfach lesen? Ja, ich lese sie gerade vor. Sehr geehrte Mitbürger. Hier nein, sie. Lucia. Oh. Ah, ich dachte, du weißt, dass du... Nein, ich hab dir nichts geschrieben. Soll ich eine richtig männliche Stimme nehmen oder richtig eine weibliche? Du lest einfach vor. Darok. Oh Gott. Nimmst du die Herausforderung der Arena an? Hui! Du wirst von Mal zu Mal stärker, oder scheint das nur so? Was ich hier mache... Oh, ich war einkaufen im Krankenhaus und dot, dot, dot. Im Krankenhaus? Okay. Oh, scheiße, ich kaufe was. Ups. Ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber... Ich bin kein Vampir. Nein, wir sind hier nicht in Twilight, ja? Heute ist 50 Shades of Grey on, ja? Apropos 50 Shades of Grey, wusstest du, es gibt ein neues Fanfiction, das ein Bestseller geworden ist und auf One Direction basiert? Oh Gott. Ja, mit Harry Styles. Was ein Bullshit. Egal. Das hat schon irgendwie über 5 Bänder in Amerika verkauft und jeder davon ist ein Bestseller. Warum? Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe mal eine Review dazu gelesen und da hat die Autorin selber geschrieben, ja, ich weiß, dass ich ein sehr gutes Buch geschrieben habe und ich bin mir bewusst, dass ich eine Bestseller-Autorin bin. Dieses Buch ist ein überaus erfolgreiches Buch und ich bin sehr stolz drauf. Mein Wunsch ist es, Harry Styles persönlich zu treffen. Es ist eine Texanerin, 25 Jahre alt und blond. Super, geil. Eieiei. Willst du ihn vorlesen? Ich glaube, der hieß Maritz, ne? Ja. Aber die raunen Wogen sind mein Ring. Aus trüber See hervor ich ging. Muss singen, da war eine Note. Oh Gott, nein. Ich heiße Wellenbrecher. Wer bricht die Wellen? Wellenbrecher. Das macht irgendwie Sinn. Ja. Wie eine Flut spüle ich dich weg. Du hältst dich nicht an diesem Fleck. Marinus löscht die Feuerglut. Elektrizität tut ihm nicht gut. Oh, danke, dass er die Schwäche direkt sagte. Doch wohlgemut, mein Lied ist... Ich sing, die rauen Wogen sind mein Ring. Okay, jetzt könnt ihr alle in den Comments schreiben, Sarok soll das nächste Mal singen. Ihr wollt nicht, dass ich singe. Na, hallo, ihr zwei Hübschen. Ihr wollt die Arenaleiterin herausfordern? Achso, er ist ja gar nicht Arenaleiter. Ach, stimmt, ich hab mich gerade so gewundert. Hä? Dann lasst mich euch eins sagen. Jung mag sie sein, doch ist sie auch. Die war ein wahres Genie. Okay. Ich hatte die Ehre, einmal mit ihr zu trainieren und war ganz beeindruckt von ihrer Zähheit und Stärke. Holla, vielleicht sollte ich mich vorstellen. Leiter der Arena Leiter der Pokémon Arena früher im Ringkampf und der Kunst des Liedes. Meine Herren, ich bin wieder gut im Vorlesen. Ja, ich und gerade mit meinem Krankenhaus, ne? Ja. Wellenbrecher Marinus aus der Weideburg-Arena steht vor euch. Wir sehen uns wieder. Also ich glaube, der Typ hat uns gerade ein bisschen betrogen, ne? Ich dachte, er hieß Wellenbrecher. Ja. Ich lese das vor, ne? Ja. Viel Glück bei der Herausforderung, Sarah. Theoretisch müsstest du jetzt eine richtig epische Musik hinterlegen. So My Little Pony-like. Oh Gott. Die Arena sollte übrigens kein Problem sein. Das ist die Kampfhilde Arena, ne? Ja, ist die Kampfarena. Bla bla bla. Yay, keine Normal-Pokémon. Gut, dass ich keine Normal-Pokémon habe. Aber du hast Flug-Pokémon. Flug und Psycho. Stimmt, und. Ich muss gerade erstmal. Und Geist könnte eigentlich auch von Vorteil sein, ne? Irgendwie schon, Hoppala. Musst du nicht über solche Balken laufen oder so? Oder, ach nee, du musst die Säcke verschieben, ne? Ich sehe es gerade auch, weil die Arena ist umgemodelt. Ja. Die ist in
Dingens anders. Ja. Ach, genau so. Und die Reifen lösen sich in nichts auf. Natürlich. Wie wenn ein Herzloser verschwindet. Oh. Die. So, was hast du gegen mich? Ach so, muss jetzt alle vier bekämpfen. Yay. Nochmal gucken. Die. Yay, Maschok. Das Lustige ist, die sind ja hier Level 23, ne? Ja. Wenn ich das richtig nachgesehen habe, ist die Arena-Leiterin Level 30. Verschlechtlich. Echt? Level 30, 32 rum. Ist das nicht immer so heftig gewesen? Das ist heftig. Dass die immer so zwei Level Unterschied haben zu NPC, ja, also 2 bis 3, maximal 5. Ja, ich habe extra nochmal nachgesehen, deswegen habe ich die auf Level 30 trainiert alle. Ah, okay. Und blöderweise lernt Gardevoir erst sehr, sehr spät hier tatsächlich Psychogenese. Ja. Aber die Konfusion reicht ja. Hm. Soll ich überhaupt jemand anders einsetzen? Obwohl, Kampfstaravir. Ah. Nee. So. Ich bin übrigens froh, dass mein Internet heute ein bisschen besser ist als gestern. War es so schlimm? Ach, gestern hatte ich so ein paar Ausfälle. Ah, okay. Und bin so ins Jahr 1996 von der Internetleistung her zurückgeschleudert worden. Wunderschön. Zeitreisen auf moderne Art. Ja. Erstaunlicherweise konnte ich trotzdem noch WoW spielen. Echt? Ja. Ohne Probleme. Ein bisschen laggy, aber halt. Okay. Es ist ein MMO, mein Gott. Ja, okay. Da ist nicht so viel an Daten. War das jetzt richtig? Ich habe gestern mit meinen Freunden Pokémon gespielt. Und meinem kleinen Bruder. Hm. Und ich habe dann zuerst mal, also Multi-Battle hat mir erstmal riesige Probleme überhaupt, eine sichere Verbindung irgendwie herzustellen. Weil jedes Mal irgendeiner von uns rausgeschmissen wurde. Meistens so ein Freund von mir. Hm. Und der eine ist kein Competitive-Spieler und er hat ein Durchlauf-Team. Und ich und mein Bruder hatten das Competitive-Team und der andere, der Partner von meinem Bruder, ein halbes Competitive-Team. Oh je. Das Beste ist, der Nicht-Competitive-Typ hat mit seinem Gewaldro, das nicht gemegert ist, ohne Item, ich glaube, mehr vernichtet als ich. Okay. Mit Grasmixer. Und, Grasmixer? Ja, mit Grasmixer. Das Beste kommt noch. Mein Bruder hatte, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Pokémon dabei, das Schlafpuder hatte. Okay. Und der wollte mich einschläfern lassen. Das Lustige ist aber, dieses Gewaldro war schneller. Er hat Branawas benutzt. Das war schneller. Und hat Aufruhr benutzt. Einfach so. Ohne zu wissen, was für einen Effekt das hat. Das heißt, er setzt Aufruhr ein, niemand kann einschlafen. Scheiße. Das ist echt lustig. Oder, der hatte einen Schwalbus mit Fliegen. Erste Runde setzt er Fliegen ein. Ich konnte dann locker Erdbeben einbenutzen. Sehr gut. Ohne dass ich ihm was gesagt habe, ist das richtig lustig. Aber wir haben trotzdem verloren, weil mein Bruder hatte am Ende noch seinen Scorgro und ich meinen Metagross Mega. Nö. Und ja. So. Wer Scorgro kennt, weiß ja, wie er auf physische Wards reagiert. Physische Wards vor allem, physische Attacker. Ja, der kratzt sich einmal. Ja. Irgendwie. Fuck you. Oh. Sneaky! Warum ist der Boden hier eigentlich so kaputt? Kommt richtig weg. Ich vermute mal, dass die richtig kämpfen und einmal so einen Karate-Tritt auf den Boden machen, um ihre Fersen zu stählern. Knack! Natürlich. Stell dir vor, so kämpfen Japaner. Oder die anderen in Asien. Indem sie ihre Füße ganze Zeit auf den Boden stampfen, wie ein Relaxo. Ja. Okay. Apropos Relaxo, ich hab im Internet so ein Fanart gefunden, wo du mega Relaxo finden kannst. Wie sieht das aus? Fett oder dünn? Rate mal. Ich würde sagen, total dünn. Es ist mega dünn und oben, also sein Oberkörper, ist richtig muskulös. Also richtig so mit einem Sixpack, richtigen Muskeln, als wäre der wie heißt nochmal dieses Mittel da? Steroide. Steroide gepumpt. Okay. Ey, ich kann es mir echt vorstellen, dass das so Relaxo-Mega sein könnte. Ich muss hier gerade erstmal diese Arena verstehen. Defuk? Geh mal, Irgendwie. Ich weiß gar
Ich muss gerade. Den kann ich im Kreis setzen. Ja. Ah, da kann ich dann da unten. Aha. Nein. Ach, die kann ich da rüber. Das ist alles so ein bisschen blöd zu erkennen. Ja, du musst den dann jetzt da runter. Ja. Und dann nach rechts, den dort unten. Oder so. Hui. So, das bringt mich dann dahin. Meine Herren. Ich glaube, die Arena, die mir am meisten an Platin und Perl die Nerven gekostet haben, war diese Eisarena später. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist so mit so einem klassischen Eisrutschrätsel. So. Ich muss gerade erstmal gucken. Den da muss ich darüber kriegen. Oder? Wie komme ich da ran? Ah, Moment, ich kann da wahrscheinlich rumlaufen. Ah, fuck. Jetzt muss ich doch kämpfen. Dann habe ich aber alle vier, glaube ich. Mhm. Das Rätsel ist irgendwie komisch. Obwohl, es ist ja wenigstens ein Rätsel. Im Gegensatz zu den ersten Pokémon-Arenen, wo es wirklich nur ein Rätsel gab. Und das war in der ersten Generation, in der Majabob-Arena. Ja. Kacke war. Ja. Hey, hier ist ein Schalter. Wenn du jetzt den falschen einmal anspielst, ja, ja, dann ist der Schalter wieder weg. So. What? Ich fand auch die erste Arena hier von Rocco voll cool. Du gehst einfach durch, fertig. Du kannst sogar ja, die Trainer ausweichen, indem du oben rumläufst. Ist auch egal. Ich weiß, das kannst du bei vielen alten Arenen. Du kannst ja, so viele Arenas skippen. Am krassesten ist immer noch die Arena in, wie hieß es? Ah, die Pflanzenarena, erste Gen, wo Erika drin ist. Ah, Erika, ja. Prismania City. Genau. Die vollgestopft ist mit Trainern, aber du, glaube ich, nur drei bekämpfen musst. Ja. Auf dem kürzesten Weg. Und irgendwie sechs oder sieben da drin stehen. Wusstest du, bei dieser Arena steht ja vor der Arena so ein alter Mann. Ja, der geiert sich. Ja, das Geile ist, ich glaube, in der deutschen Version, in der anderen Version wurde das ja ein bisschen verändert. In der japanischen eiskalt. Ja, ich stalke die ein bisschen. Mein Gott, es ist Mutenroshi. Ja, ey, manchmal denke ich mir so, okay, interessant, ja. Wusstest du, es gibt auch so einen Pokémon-Manga, der, wo James und Jesse, sie heiraten und später... Hallo? Ich höre dich nicht mehr. So? Ich bin jetzt zum Beispiel so eine zwölfjährige Misty mit Riesenbrüsten. Okay. Gut, dass man das jetzt wieder gehört hat. Man hat die zwölfjährige Misty mit den Riesenbrüsten wieder gehört. Ansonsten war es so irgendwie bei okay, James heiratet Jesse weg. Okay. Oh je. Also, das ist ein Pokémon-Manga für Erwachsene gewesen. Ich meine, es ist auch genug um Pokémon-Anime zensiert worden. Hallo, ja. Möchtest du sie lesen? Kann ich machen. Hallo, schön dich kennenzulernen mit einer normalen Stimme. Ich bin die Arena-Leiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein und Arena-Leiterin bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann? Letzte Fight. Ich frag mich ganz Zeit, wie man eigentlich Arena-Leiter wird. Ich mich auch. Wobei ich eine Sache im Pokémon Origins, was die Arena-Leiter angeht, interessant finde. Da fragt er in, weiß gar nicht, ob es die erste oder zweite Folge war, wo der gegen Grokko kämpft, fragt er ja, wie viele Orden er schon hat. Und dementsprechend nimmt er dann Pokémon. Was Sinn macht. Ja. Ja, das macht wirklich Sinn. Das Mediti war übrigens Level 28. Was war aber ihr stärkstes gewesen? Lucario. Ja. So. Unheilbö. Jetzt weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Ich habe die Animationen aus. Wegen Training. Ah, okay. Nicht so schlimm. Ihr verpasst nichts. Dann wird die Datei kleiner. Kannst du jetzt diese Soundeffekte machen von Unheilbö? Ich hab sowas. Ich wundere mich gerade schon, warum die Kämpfe alle so schnell gehen. Jetzt kommt das Lucario. Lucario! Oh, wait. Stahl hat ja hier noch eine Geistimmunität, ne? Ja, meine schon. Egal, versuch mal trotzdem Unheilbö. Au. Metallklaue. Und wie du siehst, Level 32. Ja. Also Bullshit ist. Oh.
Au! Hat Steinig hier noch eine... Nee, okay. Nee, es hat... Vorbei, Rotom ist down. No! Wie nehmen wir denn jetzt? Ponita könntest du auch eigentlich nehmen gerade. Knaxel! Erdbeben! Ja, ich... Du hast direkt schon Erdbeben draufgepackt. Ja, weil Knackrack Erdbeben nicht lernt. Ach ja, stimmt. Ich war auch fest überzeugt, dass es Erdbeben lernt, aber es lernt kein Erdbeben. Ein nee. Boden-Pokémon, ein sehr starkes Boden-Pokémon, was kein Erdbeben lernt. Yay. Okay, du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Nach ein paar Minuten. Hier ist dein Orden. Yay. Bergorden. Ich sollte dir den Orden der Pokémon-Liga erklären. Mit diesen offiziellen Orden kannst du dir vor allem fliegen, außerhalb von Kämpfen, bla 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 und bis 50 bla 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 bla, Themen 60. Das ist alles uninteressant, was sie nach dem Kampf erzählt. Bla bla bla, Ableitiv. Ableitiv ist gut. Jetzt muss ich... Diese, ganz ehrlich, diese Generation ist so langsam. Wenn du es schon so gewöhnt bist jetzt so 6th Gen, wo alles schnell geht, speichern und sowas. Apropos 6th Gen, es gibt ja, ich habe ein letztes Video gesehen, wo vermutet wird, dass es ein Crossover von XY und Pokémon Schwarz-Weiß geben soll. Okay. Sarok, ein Glück, dass du hier bist. Kannst du mir bitte helfen? Nö. Boah, wie gemein. Ein paar dieser Rüppel von Team Galactic haben sich mein Pokédex geschnappt, weil ich unfähig war, es ihnen mit meinen eigenen Klauen und Was wollen die mit dem Pokédex? Jetzt brauche ich deine Hilfe. Allein kann ich ihn nicht zurückholen. Was wollen die mit dem Pokédex? Ich warte vor den Lagerräumen vom Team Galactic auf dich. Bitte komm. Also ich vermute mal, mit dem Pokédex können sie bestimmt eine Tür aufmachen. Einmal kräftig dagegen hauen oder gegenschmeißen und dann ist die offen. Sehr gut. Es ist auch interessant, dass man in Pokémon einfach in jedes Haus reingehen kann, dass jedes Haus offen steht für einen. Egal, ob jemand dort wohnt oder nicht. Das ist allerdings jetzt nicht ein Problem von Pokémon, sondern ein Problem von RPGs allgemein. Stimmt. Es gibt wenige, die das wirklich aufgreifen, dass das Bullshit ist, was man da macht. So. Jetzt spielen wir auch mit Animationen weiter. Ich wette, diese Folge wäre 10 Minuten länger, hätte ich die Animation angelassen. Das Lagerhaus war da oben links. Oh, die Fahrradmusik. Ah ja, jetzt kommt so ein Doppel. Ich erinnere mich. Oh, Sarok. Das ist mein Part, nicht stehlen. Du kennst doch diese Team Galactic, diese schrecklichen Leute. Nee, ich finde die cool. Sie wollten von einer Weile Professor Eibes Forschungsergebnisse in Jubelstadt entwenden, weißt du noch? Tja, und jetzt haben sie mir meinen Pokédex geklaut, was auch Sinn macht. Bitte hilf mir, ihn wieder zu erlangen. Lass uns kämpfen. Nein. Ich werde hier auf dich warten. Bereite dich gut vor und komm schnell zurück. Genau. Nein, ich helfe dir nicht. Ich werde hier auf dich warten. Bestimmt werden die Rüpel auch geduldig warten, bis du zurückkommst. Okay, gleicher Text wieder. Ja, komm. Bist du gnädig? Okay, ich habe jetzt ein bisschen viel übersprungen. Egal. Irgendwas mit Dream Team. Dass die Rüpel nichts sagen. Ja, ne? Ja, zwei kleine Kinder stehen vor denen und reden irgendwas und die gucken die nur an. Zubat und Zubat. Sie hat ein Pipi. Ich finde das auch generell voll cool, dass alle Bösewichte in Pokémon Zwillinge sind. Du meinst die ganzen Rüpel oder was? Ja. Juhu. Unheilbös, so eine starke Attacke. Sie kann die Werte boosten. Ja, aber wie hoch ist nochmal die Wahrscheinlichkeit? Niedrig, 10% wahrscheinlich. Erdanziehung? Bestimmt. Hey, das bringt mir nicht viel. Der Gegner kann zwar nicht länger fliegen, aber das Schweben von mir ist auch außer Kraft gesetzt. Das finde ich nicht lustig. Glibunkel. Unheilbö. Der Levelunterschied ist also auch wieder krass. Erinnert ich glaube, Katim war es generell so, dass der Levelunterschied hoch ist. Ja, allgemein die vierte Gen ist jetzt nicht unbedingt die
bekannt dafür, die Beste zu sein. Spezialangriff ganz viel. Übrigens, meine Pokémon dürften ziemlich viel Spezialangriff kriegen, weil ich ziemlich viele Roselias und Knospis platt gemacht habe beim Training. Ja. Das ist natürlich für Rotom und Gardevoir extrem perfekt. Blockbefehl. Wow, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet die Attacke kommt? Keine Ahnung. Special Attacke von Hohnweise. Schon kaputt. Der bringt mir mein Ding jetzt nichts mehr. Unhalbö. Offenlegung. Die nichts bringt, falls eine normale Attacke ist. Ja. Verdammt, ist so extrem stark. Selbst ohne seine Waschmaschine oder seinen Ofen. Wobei das hier in der Generation relativ wenig bringt tatsächlich. Echt? Was den Typ ja nicht ändert. Stimmt. Deshalb, aber Rotom ist cool. Deshalb werde ich wahrscheinlich mit dem Rotom bleiben, einfach weil es schneller ist. Mhm. Weil ich glaube, die Formen sind ein bisschen langsamer, dafür aber ein bisschen bulkiger. Ja, ja. Weckruf. Interessante Kombi, Gesang und Weckruf. Ja. Yay. Besiegt. Zwei Kinder besiegt, das darf nicht wahr sein. Was? Hätte ich mich nur zurückgehalten und das Lager beobachtet. Ja.